Am 14. Juni wird sie 13 Jahre jung, 1,56 Meter ist sie klein und 39 Kilogramm leicht. Steffi Graf aus Mannheim, weltbeste Tennisspielerin ihres Jahrgangs. Die Mannheimerin ist eine der großen Nachwuchshoffnungen im deutschen Damentennis zu einer Zeit, in der ja schwer arbeitende Wunderkinder wie Tracy Austin, Andrea Jäger, Cathy Rinaldi im Welttennis zur absoluten Spitze zählen. Ausgestattet mit einer Wildcard des Turnierveranstalters durfte das Mannheimer Tennisküken an der Qualifikation für die internationalen deutschen Damenmeisterschaften teilnehmen. Und sie machte ihre Sache prächtig. Sie bestach durch glänzende Aktionen sehr zur Freude ihres Vaters, das ist der Herr rechts im Bild, und des Bundestrainers Klaus Hofsess. Die imponierendste Vorstellung aber bot Steffi Graf, die gegen die renommierte 17 Jahre ältere Spanierin Carmen Pereira vor 2 Jahren bei Rot-Weiß Siegerin über Sylvia Haneka nach etwas befangenem Start ihr großes spielerisches Repertoire und die für eine 12-Jährige geradezu sensationell große Konsequenz in ihren druckvollen Aktionen zeigte. 5:3 Führung im entscheidenden Satz für Steffi Graf und 30-0. Die Spanierin hat Aufschlag. Sie wird hin und her gehetzt, hier kommt sie an diesen Stopp nicht mehr heran, da ist sie ausgepumpt, da ist sie müde und ich darf es vorwegnehmen, die Spanierin fabriziert jetzt einen Doppelfehler, damit also Sieg für die 12-jährige Steffi Graf, der man, wenn sie diese Entwicklung so beibehält, eine große Karriere voraussagen kann und anschließend sprachen wir mit dem Tenniskind. Aber noch kein Wunderkind. Bleibt da eigentlich noch genügend Freizeit? Es ist nicht mehr viel, aber kurz. So zum Lesen oder so noch. Und was macht die Schule? Im Moment geht's noch. Wie oft trainierst du eigentlich? Also Gott, fast jeden Tag. Und halt zwischen, wenn es schwere Turniere waren oder so, mal ein paar Tage Pause. Kann man eigentlich mit 13 Jahren schon so ein bisschen so nach dem sportlichen Ziel fragen? Gibt es eins für dich im Augenblick? Ja, also Spitze zu werden. Spitze. Nicht nur in Deutschland Spitze. Nee. Also international. Ja. Herr Graf, Sie sind, glaube ich, Tennislehrer. Haben Sie nun eigentlich die Tochter so ein bisschen dann, sagen wir, mit sanfter Gewalt dorthin getrieben, oder? Hingeführt. Hingeführt. Hingeführt mit 4 Jahren. Haben wir angefangen, im Hobbyraum ein bisschen zu spielen. Sie hat zumindest nicht mehr gewartet, bis ich komme, und hat gesagt, Papa, wann geht's los? Samstag, 16. Oktober 1982, 19.02 Uhr. Auslosung des Hauptfeldes beim internationalen Damen-Tennis-Grand Prix in Filderstadt. Steffi Graf, die jüngste aller Teilnehmerinnen, zieht die Paarungen zu einer Starparade und Talentschau. Steffi Graf, vor dir aus. Graf Austin. Steffi, du musst helfen und unterschreiben. Steffi inmitten namhafter Erscheinungen im Tennis. Ich bin Stefanie Graf, komme aus Brühl, bin 13 Jahre alt und 1,60 groß. Mit 4 Jahren habe ich angefangen, so ein bisschen. Mit 6, 7 habe ich dann intensiv angefangen. Ich habe bisher gewonnen deutsche Meisterschaften, Quote, Europameisterschaften bis 12 und bis 14 und Weltmeisterschaften bis 12. Von weltweit konkurrenzlos bis größtes deutsches Tennistalent aller Zeiten reicht die Palette der Hymnen auf die junge Mannheimerin. Aber Vorsicht ist geboten. Die Talentproblematik wird mehr denn je diskutiert und Durchbrüche deutscher Talente nach ganz oben sind selten. Sie scheint Chancen zu haben. Die Realschule will sie noch beenden, dann aber wird es wohl so sein, dass sie die Schule verlässt, sollten die Erfolge anhalten. Der steinige Weg an die Spitze verlangt kontinuierlich harte Trainingsarbeit und ständige Turnierreisen. Schule und Leistungssport sind noch zu vereinbaren. Auf der einen Seite steht die offizielle Verpflichtung der Schülerin, am Unterricht
regelmäßig teilzunehmen. Auf der anderen Seite steht eine große sportliche Zukunft in Frage. Die Steffi Graf hat es uns bisher sehr leicht gemacht. Sie ist eine gute oder sehr gute Schülerin. Ihr immer dann freizugeben, sie zu beurlauben, wenn ein großes Turnier anstand. Lange aber wird dieser Zustand so nicht bestehen. Der Weg für Steffi scheint abgesteckt. Ein Weg, den der Schwede Björn Borg aufzeigte, als er sich mit 16 Jahren entschloss, Profi zu werden. Die heutigen Talente sind noch jünger. Bereits mit 13 und 14 drängen sie in den harten Wettkampf um Computerpunkte. Hierbei aber sind selbst Wunderkinder oft restlos überfordert. Beachtlich für eine 13-Jährige die Trophäensammlung. Die Freizeit aber ist begrenzt und dient auch der geistigen Verarbeitung von Training und Wettkampf. Fünf Jahre schon sehr, sehr lange konzentrieren, halbe, dreiviertel Stunde, was sie über die anderen, die meisten anderen hinaushebt. Sie spielt technisch ein einwandfreies Tennis, sehr rund. Tennistrainer bin ich, das hat mir sehr viel Geld gespart. 2 bis 3 Stunden Training täglich, aufgeteilt in Schlag- und Matchtraining. Abspielen tut sich alles direkt vor der Haustür in Mannheim. Vater Graf hat eine Tennisanlage angemietet. Hier verdient er die Brötchen für seine Familie, kümmert sich aber vor allem intensiv um die Tochter. Talent sein und als Talent bekannt werden sind 2 Paar Stiefel. Letzteres erfordert Trainingsfleiß und Motivation zur Leistung. Und sie muss verschont bleiben von Verletzungen, denn wenn man dem Entwicklungs- und Trainingszustand der Spielerin nicht Rechnung trägt, sind Schädigungen zu erwarten. Filderstadt. Nicht immer werden Träume zur Realität. Qualifikation hätte sie spielen sollen. Eine Wildcard des Veranstalters brachte sie ins Hauptfeld. Ihre Gegnerin hat sie sich selbst zugelost. Bereits Mitte der Woche war sie angereist, um sich mit dem deutschen Federation Cup Team und mit Bundestrainer Klaus Hofseß auf dieses für sie so bedeutsame Ereignis vorzubereiten. Fußballtennis zum Aufwärmen ist für alle eine lustige Sache. Die Kleine ist voll integriert, denn auch Hofseß hält sehr viel von ihr. Die Steffi ist sicherlich ein sehr, sehr großes Talent und ich bin überzeugt, wenn sie zielstrebig weiterarbeitet, wird sie ihren Weg machen. Im Moment wird allerdings sehr viel Rummel um sie gemacht. Hat sie noch Schwächen? Ich würde sagen, dass sie im technischen Bereich keine Schwächen mehr hat. Sie muss eben jetzt sehr, sehr viele Turniere spielen, internationale Erfahrung bekommen. Diese erste große internationale Erfahrung wird sie bereits morgen im Spiel gegen Tracy Austin machen können. Die Weltranglistendritte, Nummer 2 der Setzliste und 4-malige Siegerin von Filderstadt durfte wohl nicht zu besiegen sein. Ein Erlebnis wird es für Steffi auf alle Fälle. Die letzten Tipps bekam sie heute beim Abschlusstraining von Bettina Bunge und Bundestrainer Hofseß. Zwar ist nichts schlimmer als besiegt zu werden, aber das eine oder andere Spiel, das sie sicherlich gewinnen wird, kann ihr Selbstvertrauen nur beflügeln. Schläger vorne lassen. Hopp.
Also ich möchte schon die Nummer 1 werden, wenn es geht, ne? Steffi Graf, gerade eben 16 Jahre alt geworden. Auf der Weltrangliste hat sie einen Platz unter dem besten Dutzend. Natürlich ist sie die Jüngste in diesem elitären Kreis, aber sie war schon immer die Jüngste. Die Jüngste, die in dieser computergesteuerten Weltrangliste geführt wurde. Die jüngste deutsche Jugendmeisterin. Die Jüngste, die in Wimbledon das Achtelfinale erreichte. Die jüngste Berufsspielerin. Und deshalb mit Sicherheit auch die jüngste Dame hierzulande mit dem höchsten finanziellen Einkommen. Das interessiert sie im Moment allerdings überhaupt nicht. Derartiges erledigt der Papa für sein unmündiges Töchterlein und er klagt über steigende Kosten. Dazu muss ich sagen, wir haben auch überdurchschnittlich viel Geld investiert. Das geht in viele Hunderttausende. Ich habe mir eine Tennishalle übernommen. Der Vater, Peter Graf, hat sein Wunderkind selbst entdeckt. Das ist nur natürlich. Er ist Tennislehrer. Und es ist auch natürlich, dass das Mädchen kein Wunderkind mehr sein will. Keine 16-Jährige auf der Welt möchte gern ein Kind sein. Außerdem verbietet sich das von selbst, wenn man den Sport als Bruder der Arbeit betrachtet. Gegen die Arbeit von Kindern gibt es ja Gesetze. Man ist übrigens zum Training nach Marbella gezogen, wo der ehemalige Bundestrainer Klaus Hofsess ein College betreibt, in dem jedermann seine Kinder anmelden kann, auch dann, wenn man nicht die allerhöchsten Ziele anstrebt. Der Vater ist immer dabei, wachsam und fordernd, behütend und streng, streichelnd und aufmerksam, auf das Beste bedacht, und was das Beste ist, bestimmt er. Man braucht das nicht böse zu sehen, andere Väter wollen für ihre Kinder ja auch nur das Beste. Inglés. Los idiomas alemanes. Alemana. Eso es. Okay. 6 alumnos. El abrigo. La corbata. La blusa. La pulsera. La camisa. Sí. El cuero. Claro, el R un poquito más fuerte. El popelín, la lámpara, las lámparas, voy a ver. Rojas. Y los sillones. Muy bien. Es el francés. El sillón es gris. So ganz einfach kann das auch für die Eltern nicht gewesen sein. Geht das gut, wenn man das Mädchen von der Schule nimmt? Was ist, wenn Sehnen, Gelenke oder Knochen eines Tages nicht mehr mitmachen? Fügt man dem Kind einen seelischen Schaden zu? Was wird sein, wenn Steffi 18 ist und ihr dieser Zirkus ganz einfach zuwider wurde? Kein Vater und keine Mutter können da schlüssige Antworten geben. Sie können höchstens behutsam führen. Sie können Anstöße geben
und Sie können vielleicht dafür sorgen, dass den Kindern der Spaß nicht verloren geht. Tennisbegeisterter Zeitgenosse hatte schon recht, als er das Zuschauen als die wichtigste Definition der heutigen Liebe zum Sport charakterisierte. Tennis kann man rein und ungetrübt nur lieben in der Betrachterrolle. Versucht man sich selbst daran, schlägt diese Liebe oft um in Ungeduld und zuweilen sogar in Verzweiflung über die eigene Unfähigkeit. Zum Trost sei hier gesagt, wir Normalverbraucher suchen ja im Allgemeinen mit kleineren Schlägern das Erfolgserlebnis. Die Familie Graf aus Brühl bei Heidelberg hat dies alles hinter sich. Die Dimensionen haben sich einfach verändert. Alles ist größer geworden. Die Grafs spielen ein neues Spiel. Familie Graf spielen. Bis ich drei hintereinander rüberkriege, so lang, wenn wir heute Abend noch stehen. Ein ganz normaler Sonntag im Frühjahr. Ort der Handlung, Amelia Island, Florida. Zwei junge Damen aus Deutschland bestreiten in den USA ein Tennisfinale. Es geht um viel Geld, um viel Prestige und um eine Vormachtstellung. Das Jahr 1986 wurde zum Jahr der Stefanie Graf. Nicht nur für Insider und Tennisnarren, nicht nur für die Familie, auch für die deutsche Fernsehnation war Tennis ein Einschaltquotenrenner. Solche Erfolge wollen miterlebt werden, am besten live. Two of the future champions of the women's game. Let's take one more moment to give these two champions a great round of applause. Claudia Kohl-Kelch und Steffi Graf. Vier Turniere konnte sie innerhalb von zwei Monaten gewinnen. Es waren harte Kämpfe für Stefanie dabei, aber auch leicht erspielte Finalsiege. Zeichen der totalen Erschöpfung in den Minuten des Triumphes wechselten mit überraschend selbstbewusstem Auftreten, als wäre die Tatsache des über alle Dominierens eine Selbstverständlichkeit. Das Hochrecken der Jagdtrophäe durch die erfolgreiche Jägerin rechtfertigt im Nachhinein die Stunden der Qual einer Turnierwoche, beim Training oder im harten Wettkampf. Der Griff nach dem Siegerscheck, wo 30, 40 und noch mehr $1,000 aufgedruckt sind, der Umgang mit Veranstaltern und Sponsoren, auch das alles ist im Jahr 1986 für Stefanie zur Routine geworden. Ein paar Worte des Dankes an die Besucher für begeistertes Zuschauen, für Standing Ovations, Applaus oder auch mal Pfiffe gehören ebenso zum Verhaltensrepertoire wie der Dank an die Geldgeber. Ohne die Hunderte von Millionen Dollar der Weltwirtschaft gäbe es die Tennisszene in der heutigen Form nicht, wäre auch der Verhaltenskodex der VITA, der internationalen Spielerorganisation der Tennisdamen, nicht existent. Zum Glück aber gibt's dies alles. Und keine Frage, den Benimmkurs der Spielergewerkschaft hat Stefanie mit Auszeichnungen bestanden. Auch sie ist 1986 nervös geworden. Martina Navratilova, die Weltbeste, die 10 Millionen Dollar Lady, konnte die junge Dame aus Brühl auf ihrem Marsch in den Tennishimmel in der Anfangsphase noch in Schach halten.
Aber das ist Vergangenheit, vor allem auf langsamen Böden. Bleiben Sie stehen, bitte. Bleiben Sie stehen, zu meiner Linken, bitte. Danke. Should I interview her now, or do you want to wait after the match? Stefanis Spielweise wird für die Zukunft Maßstäbe setzen. Die Gräfin spielt ein aggressives, ein druckvolles Tennis. Lange gerade Schläge von der Grundlinie, wenig Topspin, wie es vor allem die jungen Amerikanerinnen im Damentennis praktizierten. Hier in Berlin gelang ihr der erste Sieg gegen Dina Altula. Nachdem sie wenige Wochen vorher schon die Nummer 2 der Welt, Chris Evert Lloyd, gezwungen hatte, war das Planziel für das Jahr erreicht. Sie hat bewiesen, dass sie alle Großen schlagen kann. Aber jetzt zählt nur noch, wie oft sie dies tut. Daran wird sie fortan gemessen. Der Schritt nach ganz oben ist klein, aber doch so schwer. Denn nur die Siegerin bestimmt das Geschehen. Die Unterlegene ist nur Kulisse. Bei ihren Siegen vergisst man allzu leicht, dass Stefanie Graf erst 17 Jahre alt ist, dass sie zwar schon Vollprofi ist, auch schon die drittbeste der Welt, aber doch noch am Anfang ihrer Karriere steht. Je mehr Siegerehrungen auf sie zukommen, desto größer wird der Druck, dies immer wieder beweisen zu müssen. Und auch Ehrungen können zur Strapaze werden. 1986 an Steffi Graf. Überreicht die Fila-Trophäe, den Siegespreis, überreicht den Wanderpreis des Deutschen Tennisbundes, überreicht den Ehrenpreis der Berliner Bank AG, eine Medaillensammlung 750 Jahre Berlin in Feinsilber. Sportlich ist der Knoten geplatzt, wenn auch 1986 noch so manches Probleme machte. Hier scheitert sie noch an einem Sektkorken. Grand Prix-Turniere konnte sie gewinnen, im Frühjahr 4 davon in Folge. Und das war noch keiner deutschen Tennisspielerin vorher gelungen. Steffi erscheint mir als die natürliche Nachfolgerin, allein wegen ihrer Beständigkeit. Ich glaube, dass eine Hanna Mandlikova in Bestform besser ist als Steffi. Nur ist Steffi häufiger in Bestform oder nahe an ihrer Bestform. An einem Tag, wo absolut nichts läuft, ist Steffi nicht so schlecht wie Hanna Mandlikova an einem solchen. Und das ist es, was einen guten Spieler ausmacht. Nicht wie man ist, wenn es gut läuft, sondern wie gut man ist, wenn es schlecht läuft. That is what makes you a great player, not how good you are when you're great, but how good you are when you're bad. Es war am Anfang etwas Unerreichbares, einfach jemand, der ein perfektes Tennis für mich gespielt hat, ein sehr aggressives Tennis, einfach jemand, an dem ich gehofft habe, einfach irgendwann mal in die Nähe zu kommen vom Tennis her. Und ich habe jetzt gesehen, wenn man jemanden näher kennt oder man sieht sie von näher, ist es doch ein bisschen anders. Man sieht auch, dass im Großen und Ganzen jeder schlagbar ist und man muss wirklich die Chance nutzen. No, I don't think she's my personal challenge. I mean, it's a challenge to play her, but ich betrachte Steffi nicht als meine persönliche Herausforderung. Ich meine, es ist eine Herausforderung, gegen sie zu spielen. Aber noch ist Chris Evert Lloyd die Nummer 2. In Zukunft geht es für mich nicht mehr um irgendwelche Duelle. Es sind die Titel, auf die es ankommt. Es geht um einen Platz in der Geschichte des Tennis. Und das bedeutet mir mehr als irgendeine aufstrebende Person. Automatische Anrufbeantwortung 2 sind 5.0. Wir sind weiter teilweise nicht erreichbar. Wir können Sie eine Nachricht kurz beliebig lange Dauer auf Band sprechen. Sobald Sie den Signal von hören, vermeiden Sie Sprechpause von mehr als 8 Sekunden. Vielen Dank. Langsam kennen die mich. Sehr dünn und einfach noch ein Kind. Ne? Und jetzt, glaube ich, hat sich sehr viel geändert. Ich bin schon ein bisschen breiter geworden. Ohne Zweifel, aus dem einst schmächtigen Kind ist ein ansehnlicher Teenager geworden, dessen zunehmende Erfolge von einer breiten Öffentlichkeit miterlebt werden wollen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Hatz hat begonnen.
Die Jägerin wurde zur Gejagten. Die Journalisten brauchen ihre Stories, nicht nur sportliche, mehr noch private. Die Klatschspalten müssen gefüllt werden, wenn möglich mit Geheimem. Es wird allerlei geschrieben, oft nichts Feines, eher Schimmerloses. Noch aber vermag die Familie vieles zu steuern. Noch gelingt es, das Grafsche Erfolgskonzept zu verwirklichen. Dazu gehört neben den schöpferischen Ruhepausen im Kreis der Familie ein immer wiederkehrendes Aufbautraining mit eigens dafür verpflichteten Konditionstrainern, die völlig tennisbezogen mit ihr arbeiten. Wechsel! Die Substanzverluste während einer Turnierphase müssen immer wieder ausgeglichen werden. Ab der Mitte wechseln, ne? Die Experten. Jeder Leistungssport, jeder Hochleistungssport ist eine Knochenmühle und hat leider mit Gesundheit nicht mehr viel zu tun. Es ist ganz sicher so, dass wenn man ein derartig exponiertes Feld hat, wie das Profitennis heutzutage, dass die Mehrzahl derer, die einsteigen in diesem Feld, ihr Glück zu machen, über kurz oder lang herausfallen und nur eine ganz kleine Zahl die tatsächliche Spitze erreicht. Das Problem dabei ist, dass gerade im professionellen Sport eine sehr hohe Wettkampfdichte besteht und die Phasen der Regeneration reduziert sind und deswegen der Organismus sich erholen kann, um erneut den Belastungen gewachsen zu sein. Ich glaube, dass man Kinder nicht dazu zwingen kann, ein solches Trainingspensum auf sich zu nehmen, wie es die Steffi vermutlich auf sich genommen hat. Und für mich besteht eigentlich der pädagogische Auftrag oder die Aufgabe der pädagogischen Betreuung darin, Kindern in dem Bereich die Freude am Sport zu erhalten. Das mag vielleicht für den Außenstehenden paradox klingen, aber ich glaube nicht, dass man so viel Tennis spielen kann, wenn man nicht Spaß dran hat. Jetzt sind wir mal wechseln, Steffi. Immer und immer wieder hatte man Peter Graf vorgeworfen, sein Kind zu etwas gezwungen zu haben, das es nicht wollte, nicht tun wollte. Man hatte ihm unterstellt, seinen persönlichen Ehrgeiz in die Tochter projiziert zu haben, um jenen Erfolg zu erleben, der ihm in seiner Karriere versagt blieb. Und hopp, zack. Sicher so, manche Frage dabei hopp, ist unbeantwortet geblieben, aber die Tochter und der Erfolg haben ihm bisher recht gegeben. Außerdem, wer versucht nicht, bei seiner Arbeit das Beste zu erreichen, ähnlich wie Stefanie Graf, die darauf fixiert ist, in ihrem Job die Nummer 1 zu werden. Es ist ihr Wille, ihre Motivation. Dafür nimmt sie Defizite in Kauf, tritt alles andere in den Hintergrund. Aber gerade in der Tennisbranche ist es wichtig, immer mal wieder auszusteigen, Kraft zu schöpfen, Ausgeglichenheit und Ruhe zu finden, so oft wie möglich in den Schoß der Familie zurückzukehren und Dinge zu tun, die draußen in der weiten Welt während der sogenannten Arbeitszeit, während des Kampfes um Weltranglistenpunkte, nicht mehr zu machen sind. Das Ausleben der noch verbliebenen Hobbys, ob das nun die Hunde sind, die Musik, Kegeln oder Karten spielen, all das ist sicher ein wichtiger Aspekt im Grafschen Erfolgskonzept. Nicht nur, wenn es gegen die Großeltern geht, sind die vier Grafs eine einheitliche Front. Vater Peter ist zum Wächter des Horts geworden, das ist seine neue Rolle. Mutter Heidi ist nach wie vor der ruhende Pol. Sie hat sich in den Jahren des Aufstiegs am wenigsten verändert. Sie hält die Familie zusammen. Unsicherheit wäre jetzt Schwäche, die es nicht geben darf. Zu viele wollen am Erfolg teilhaben. Das ist die ständige Furcht aller. Sicher, das Familienleben hat sich verändert. Sie sind jetzt häufig getrennt, aber gemeinsam haben sie sich nach oben gekämpft. Gemeinsam wollen sie gewonnenes Terrain verteidigen. Noch wacht der Vater wie ein nervöser Adler über seinem Horst, in dem die Jungen nach wie vor nicht ganz flügge sind, um sich vor Gefahren zu schützen. Gefahren, die Peter Grafs Philosophie möglicherweise zum Einsturz brächten. So schlecht wie die Nacht. Philosophie ist ein großes Wort für das, was meine Frau Heidi und ich eigentlich als elterliche Fürsorgepflicht verstanden haben und dann noch verstehen. Im Vordergrund steht hierbei,
das Wohlergehen unserer beiden Kinder, die wir zu anständigen Menschen erziehen möchten. Bei Stefanie kommt hinzu, dass wir ihr helfen wollen, ihr Potenzial als Tennisspielerin, als Spitzenspielerin voll auszuschöpfen, ohne dass es ihr schadet. Guten Tag, hier ist der automatische Anrufbeantworter 75550. Wir sind weiterzeit telefonisch nicht erreichbar. So können Sie eine Nachricht von beliebig langer Dauer auf Band treffen. Sobald Sie den Signal verhören und vermeiden Sie Sprechpausen von mehr als 8 Sekunden. Vielen Dank. Training. Drei Viertel der Karriere verbringt der Profi auf dem Trainingsplatz. Das sind 30 Stunden die Woche, Sommer wie Winter. Nach den Tagen der Ruhe und Geborgenheit holt allzu schnell der Alltag die junge Dame aus Brühl ein. Dann verwandelt sie sich in eine Geschäftsreisende in Sachen Tennis. Wieder müssen auf der Hatz über die Kontinente die geräumigen Suiten der großen Hotels die enge, aber warme häusliche Umgebung ersetzen. Nach den ersten drei Profijahren ist Stefanie die große weite Welt oft vertrauter als das Kurpfälzer Dreieck zwischen Mannheim, Heidelberg und der Spargelmetropole Schwetzingen. Einmal im Jahr spielen die weiblichen Profis für ihr Land im sogenannten Federation Cup. In diesem Turnier für Nationalteams gibt es keine Weltranglistenpunkte, hier geht es nur um nationales Ansehen. Steffi für Deutschland, mit allem, was dazugehört. Ich möchte Sie sehr herzlich hier in der Residenz der Bundesrepublik Deutschland im Palais Lobkowitz begrüßen, bei einem ganz besonderen Anlass. Als ich davon hörte, dass so viel Tennisprominenz in dieser Woche in Prag... Wenn Botschafter und Sponsoren laden, heißt es, gute Miene zum Spiel auf dem Spiegelparkett zu machen. Im Team gelingt das leichter als alleine. Ein bisschen Smalltalk hier und da, auch das muss ins Repertoire des Stars aufgenommen werden. Aber die waren nicht auf dem Tennisplatz. Ja, war schwer. So Blamauk. Das wird schwerer zunehmen. Verlieren ist nicht gestattet. Ne? Habe ich Ihnen gratuliert, ich habe nicht das Spiel gesehen. Das war ja toll. Ich spiele ein bisschen, nicht viel, aber ich habe Freude gemacht. Gute Auflage. Gut Service. Servicio bueno. Training ist Arbeitsalltag. Zusammen mit ihrer neuen Doppelpartnerin Gabriela Sabatini aus Argentinien wird versucht, die Form zu halten. Steffi ist 17, Gabriela 16, beide Kronprinzessinnen und beide schon millionenschwer. Obwohl ihr Einkommen den jugendlichen Horizont sprengt, obwohl die Zeit zum Konsum weitgehend fehlt, schinden sie sich doch tagtäglich über den Trainingsplatz, zimmert man sorgfältig Turnierpläne und zieht im weltumspannenden Zirkus von Station zu Station. Sie wissen wenig über die Probleme ihrer Generation zu Hause, wo man Weltschmerz, Protest und Frust demonstriert. Natürlich haben sie von Arbeitslosigkeit gehört und von sozialem Gefälle, von Kernkraftdiskussion und neuer Falklandkrise. Aber all das würde auch nur ablenken vom eigentlichen Ziel. Sie sind für sich angetreten und das ist legitim. Nur wenn sie oben sind, erfüllen sie ihre selbstgewählte Funktion. Denn Stefanie und Gabriela sind Vorbild und Idol. Wenn sie spielen, egal wo und wann, dann sitzen zumindest einige ihrer Altersgenossen zu Hause vor den Bildschirmen und erleben mit, zittern mit und träumen ihre eigenen Siege, vermischen ihre Ängste, Hoffnungen und Ziele zu einem neuen Bild. Nicht nur Stefanis Generation, die ganze bundesdeutsche Nation hat neue Idole gefunden. Gut frisiert und adrett gekleidet müssen sie sein. Das verdiente Geld gehört ordentlich auf die Bank und sie dürfen sich selbst nicht verübeln, hart zu arbeiten und Ehrgeiz zu ihren Gefühlen zu ziehen.
Nicht mehr Papst Johannes Paul und Madonna, nicht mehr Konrad Adenauer und Petra Kelly, sondern Boris Becker und Steffi Graf sind die Symbolfiguren der Wende. Nicht nur hierzulande, auch in den Arenen zwischen Prag, New York, London oder Tokio liebt man den neuen Typus, der öffentlich leidet, sich quält, manches Mal heult, sich aber genauso öffentlich zu freuen vermag über seinen Erfolg. Im Weg in geografischen und politischen Regionen. Hier im Herzen des Kapitalismus, wie könnte es auch anders sein, findet alljährlich das größte und dollarträchtigste Spektakel für Tennisspieler statt. Hierher darf kein Weg zu weit sein dürfen, keine Unkosten gescheut werden. In den Schluchten der amerikanischen Metropole gelingt den meisten der Stars noch ein kurzes, unerkanntes Untertauchen, ob in mondänen Geschäften oder im American Way of Life. Die Skyline von Manhattan bestimmt wie jedes Jahr die Devise der US Open. Big Business, Entertainment, Tennis in dieser Reihenfolge. Ein solches Grand Slam Turnier ist eine Knochenmühle. Nur die stabilsten halten durch. Bei solchen Turnieren enden Karrieren, verlieren sich Spuren klangvoller Namen wie Andrea Jäger oder Tracy Austin, deren Körper die brutale Härte des Leistungssports und die Gesetze der Szene nicht mehr aushielten. Die heutigen Wunderkinder haben die von gestern in die Annalen verdrängt. Steffi Graf zeigte sich hier von ihrer besten und stabilsten Seite. Im Halbfinale kam es zur Neuauflage des Duells Navratilova gegen Graf. Reife kontra Jugend, Ehrgeiz zu verteidigen gegen Ehrgeiz zu erobern. Steffi Graf hatte 3 Matchbälle, hatte kräftig am Thron der Königin gerüttelt, am Ende aber doch knapp verloren. Geblieben sind ein sattes Preisgeld von $50.000 und eine wichtige Erkenntnis. Ich habe jetzt gesehen, dass ich wirklich sehr, sehr nah bin, gegen sie zu gewinnen. Und ich habe wirklich ein sehr gutes Spiel geliefert. War ein ganz tolles Publikum. Also es war doch eine ganz große Erfahrung für mich, immer zu spielen und so eng noch zu verlieren. War doch, glaube ich, ganz cool. In einer halben Stunde geht es nach Tokio. Ja, waren eben noch am Rätsel, ob wir fahren oder nicht. Aber ich möchte ganz gerne. Ich war noch nie in Tokio. Und ich glaube, es macht mir Spaß. So sind die Gesetze. Man muss schnell vergessen, um sich schon auf die nächste Station vorzubereiten. Hektik gibt es immer mal wieder. Aber auch hier setzt das Grafsche Erfolgskonzept Zäsuren. Maximal 4 bis 6 Wochen am Stück von zu Hause fort sein, lautet die Devise. Und höchstens 13 bis 15 Turniere im Jahr wahrnehmen. Andere spielen weit mehr, viele müssen, um zu überleben. So verfliegen die Grafs zigtausende von Flugkilometern. Sie lassen zwischen 200 und 300.000 Mark allein für Flug, Hotel und sonstige Organisationskosten liegen auf ihrem Weg rund um die Welt. Am Ende des Jahres aber wird zusammengerechnet. Allein an offiziell erspielten Preisgeldern erkämpfte sich Stefanie Graf 1986 die stattliche Summe von annähernd $600.000. Allerdings, auch Tennisspieler unterliegen überall der sofortigen Besteuerung, egal wo sie auftreten. Unterm Strich bleibt aber mehr als genug, die eine Seite der Medaille. Guten Tag, hier ist der automatische Anrufbeantworter Graf 75550. Wir sind weiterzeit telefonisch nicht erreichbar, doch können Sie eine Nachricht von beliebig langer Dauer auf Band treffen. Sobald Sie den Signal von hören und vermeiden Sie Stresspausen von mehr als 8 Sekunden. Vielen Dank. Training. Nur wer die Trainingshölle übersteht, kann die Tür zum Erfolg aufstoßen. Wer nicht diszipliniert arbeitet, wird es nie schaffen. Und jetzt wollen wir da eigentlich zeigen, wie du da ziemlich lässig die beiden Schläger vergleichst. Und da wollen wir die verschiedensten Positionen machen. Kann man gegeneinander klopfen? Auch gegeneinander klopfen? Ja, nicht gegeneinander klopfen würde ich nicht machen, weil das mehr nach Seitenprüfen ausschaut. Ja. Aber was man gut machen kann, das ist, dass man beide mal anschaut. Ne? So vergleicht vom Design und... Ja. So, das kann losgehen, ja.
Steffi? Das ist die zweite Seite der Medaille. Hier herrschen andere Regeln als zwischen den Linien. Der Markt bestimmt die Gesetze und Abläufe. Auch bei Stefanie Graf häufen sich jetzt die Fototermine, die Produktvorstellungen, die repräsentativen Aufgaben. Die Vertragspartner erkaufen sich für viel Geld ihr Recht, mit dem Star für ihr Produkt zu werben. Der Star wird zur Marionette. So, ja, ja. Das ist gut so. Nur eine kleine Elite hat es besonders leicht im Umgang mit dem wirtschaftlichen Big Business. Gehört man dank der Leistung und der Platzierung dazu, kommt das große Geld von selbst zu einem. Nach kurzer Zeit aber sieht der Sportler aus wie eine Litfaßsäule. Hier ein Zeichen, dort ein Markenname, da ein Firmenlogo. Mal kurz herlachen. Ja, schön, gut. Vielleicht den Schläger noch mal ein bisschen höher halten, den 300er. Ja, ja, jawohl, ja. Gut, noch mal am Schläger schauen, klasse. Jawohl. Ja, ja, das ist gut. Die Großen der Ausrüsterbranche im Lande sehen ein Zeitalter des Kalten Krieges heraufziehen. Die neue deutsche Welle mit ihren Bum-Bum-Exponenten Steffi Graf und Boris Becker ließ einen verschärften Marktkampf entstehen. Werbemanager und PR-Strategen buhlten in ihren Konzernspitzen um höhere Werbeetats. A star is cash and time is money. Der Meistbietende erhält den Zuschlag. Selbst ein schwacher Dollarkurs wie derzeit oder eine konjunkturbedingte Bäs brauchen die neuen Werbehelden nicht zu befürchten. Helden braucht der Markt. Helden dürfen auch etwas kosten. Man muss sie dann nur richtig einsetzen. Und Sie sehen jetzt auch die Ergebnisse aus, die wir haben. Okay, schauen wir es uns an. Wir haben also hier Steffi Graf im Vordergrund. Mhm. Cool, aber nicht arrogant. Ja. Um das Tennisumfeld anzudeuten, wir haben ja keinen Schläger im Bild, ja. Um das Tennisumfeld anzudeuten, haben wir hinten ein Netz, was wir allerdings jetzt nicht in herkömmlicher Weise einfach verspannt haben, sondern wir haben versucht, ein bisschen Unruhe hinten reinzubringen. Ein bisschen Druck reinzubringen. Wir lassen das Netz also fliegen, das ist gerissen, um auch so ein bisschen so diesen frischen Wind in die Tenniswelt reinkommt. Verstehe. Wir haben jetzt natürlich, um diese Netzgeschichte ein bisschen deutlicher und verständlicher zu machen, haben wir jetzt diesen Wirbelwind. Das ist aber keine Headline. Wir sind ja noch am Diskutieren, ob wir jetzt Steffi Graf wirklich in die Headline reinnehmen wollen. Richtig. Oder allgemein über Tenniskollektion sprechen wollen. Steffi Graf ist für uns sicher ein Hoffnungsträger als junge, erfolgreiche Sportlerin mit einem sympathischen Image. Sie ist trotz ihrer Erfolge auf dem Boden geblieben, vermittelt das auch nach draußen und bedarf nicht der Einzäumung und der Eindämmung durch irgendwelche Managementgesellschaften, sondern macht das, wie ich vorhin schon erwähnte, aus sich selbst heraus. Und dieses gibt ein gutes Image, an dem wir gerne teilhaben. Nun machen wir ein paar. Es geht los, ja. Nicht nur sportlich hat sie frischen Wind in die Szene gebracht. Ihre Natürlichkeit und jugendliche Frische erzeugen auch Glaubwürdigkeit. Diese Eigenschaften bringen ein gutes Image und das erhöht den Kaufanreiz der Produkte jener Firmen, die mit ihr werben. Wunderbar. Ja, das ist lässig. Super, super. Steffi, das war optimal, aber jetzt ist mein Film alle. Whoever can correctly answer this question wins an Avis Sun Visor. Who sponsors the men's singles open? Hertz. Excuse me one second while I eliminate this human. Eine ganz einfache und doch so wichtige Frage, wer sponsert eigentlich die vielen Tennisturniere? Oder anders gefragt, woher kommt all das viele Geld, das diesen gigantischen Tenniszirkus am Laufen hält, das den Spieler, den eigentlichen Hauptakteur, zur reinen Staffage für Brot und Spiele macht? Eine einfache Antwort, von den Sponsoren, von der Industrie. Längst sind im globalen Tennisgeschäft durch die Gelder der Wirtschaft die Dimensionen gesprengt. Die einstmals normale Sportveranstaltung ist zur multimedialen Show geworden. Das kleinste Turnier kostet eine 500.000. Die ganz großen wie Wimbledon oder die US Open verschlingen das Zigfache an Dollars. US Open Championships. Tournament Information. Längst gibt es auf allen Turnieren zwei getrennte Gesellschaften. Die eine kommt, um sportlichen Wettkampf zu sehen für ihr Eintrittsgeld. Die andere erscheint auf Einladung der Sponsoren, um am Rande des sportlichen Spektakels exquisites Ambiente und geschäftlichen Smalltalk zu genießen.
Das Soufflieren der feinen Gesellschaft mit Champagner und Amüsement, mit gelben Bällen und frisch geduschten Siegern, ist die neue marktwirtschaftliche Devise geworden. Nicht der Sport regiert die Szenerie, sondern die Geschäfte. Und nur die absoluten Stars auf dem Court sind gut genug, mit aufgenommen zu werden ins Wechselspiel der Währungen, ins große Geschäft der Vermarktung. Ein großer Sieg, ein paar Titel genügen, um die Tür zum Schlaraffenland aufzustoßen. Das Geld sucht die Stars. Die Sportler ihrerseits wären blind, würden sie sich dagegen wehren. Werbeagenten, Finanzhaie, ganze Managementgruppen vermitteln, verschieben und vermarkten alles. Hauptsache, die Prozente stimmen und ihre Bilanzen weisen nach oben. Gesundheit, Ausgeglichenheit und Wohl des Sportlers sind dabei zu vernachlässigende Faktoren. Well, I think what we try to do is to... Nun, wir versuchen Unternehmen in aller Welt aufzuzeigen, wie sie mit dem Sport effektiv zusammenarbeiten können, mit dem Ergebnis, dass der Sport an Bedeutung gewinnt und die Unternehmen eine Alternative zu ihrer traditionellen Werbung haben. Dabei geht es um so viel Geld. Man kann es jetzt nicht nur auf dem Platz verdienen, vielmehr noch außerhalb. Sie wissen sicher, was Jan Tiriak durch seine Vermarktungsstrategie für Boris Becker verändert hat. Becker bekommt immense Summen von einer Vielzahl von Firmen und er ist es den Firmen auch wert. Seit ich diese Entwicklung hier beobachte, würde ich sagen, der rasante Anstieg mit dem größten Summen bewegt und ausgegeben werden, der scheint mir nicht gesund. Ich glaube, dass man hier dem Kulminationspunkt auch nahe ist. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, wird das Profitennis meines Erachtens Schwierigkeiten bekommen. Es geht mehr als je zuvor um Geschäfte. Und das nur durch unseren Bekanntheitsgrad, den wir durch die Medien bekommen. Nur so werden wir als Werbepartner interessant. Deshalb hat sich auch die sportliche Konkurrenz verschärft. Es geht nur noch um Punkte und Rangliste. Nur die oben sind kassieren. So haben sich viele Dinge verändert und alles nur des Geldes wegen. Die Werbemillionen, die derzeit bei Boris Becker über die Stammtische geistern, wird Stefanie wohl nicht mehr einholen, obwohl auch sie schon ein siebenstelliges Werbeaufkommen kassiert. Der große Blonde aus dem Nachbardorf aber ist allzu schnell dank des einträchtigen Zusammenspiels zwischen Big Business und den Medien in gigantische Sphären entsprungen. Aber gerade im Bereich der Medien ist ein neues Schlachtfeld entstanden. Hier bekriegen sich private und öffentlich-rechtliche Anstalten mit enormen Summen, um Übertragungsrechte großer Sportveranstaltungen zu ergattern. Sport garantiert hohe Einschaltquoten. In den Pausen platziert man Produkte am besten und hohe Werbeeinnahmen senken wiederum die Kosten. So lautet die Philosophie der Privaten. Sponsored by Merrill Lynch. To Merrill Lynch, your world should know no boundaries. IBM and the growing family of IBM personal computers. And by Michelin. Tennis kommt im Fernsehen gleich nach Dallas und Denver und noch vor Kaiser Franz, König Fußball und Helmut Kohl. So werden aus Helden der Filzballbranche Personen der Zeitgeschichte. Nur so ist die Verflechtung zu verstehen. Es ist erstaunlich, wie viele Veranstalter sich heute noch um Tennisturniere bewerben, ganz speziell auch in Amerika. Es ist praktisch schwierig, überhaupt ein Datum zu bekommen. Und wir wundern uns etwas, dass diese Gelder noch so leicht zu finden sind. Aber dennoch, ich persönlich bin der Meinung, man ist dem Ende der Spirale nahe, etwa auch wie im Rennsport, etwa eine Parallele. Es wird einem oft angeschrieben, dass man Tennis spielt, einfach nur um Geld zu verdienen oder so. Aber das ist nicht so. Ich spiele einfach nur, weil ich daran Spaß habe und besonders Spaß natürlich zu gewinnen habe und ein gewisses Ziel vor Augen habe. Und da geht es einem nicht um Geld, weil wenn man mal die Nummer 3, 2, 1 ist oder so, dann hat man genug Geld. Man braucht nicht über Geld damit zu denken. Man schaut einfach nach vorne, weil ich glaube nicht, dass Navratilova noch um Geld spielt. Sie hat bestimmt genug. Also da muss es schon ein gewisser Spaß am Tennis sein. Das ist unsere Zeit. Der Star ist alles und der Durchschnitt ist Kulisse. Jeder, der etwas Feeling hat für den Sport, wird das bedauern, denn das Leistungsgefälle ist ja viel geringer als das Popularitätsgefälle. Aber es ist von der Leichtathletik über den Motorsport bis zum Tennis leider so, jeder läuft dem Topstar hinterher, auch das große Geld. Und schon der Durchschnittsspieler, für den trägt sich die Sache gerade. Und die dahinter sind, die schauen, dass sie überhaupt mal einen Schritt halten können. Ohne uns Tennisspielern wird es auch keine Turniere geben. Ich meine, ich sehe es absolut überhaupt nicht so, dass wir Marionetten von irgendjemand sind.
im Großen und Ganzen ist man eigentlich selbst, man ist also wirklich unabhängig. Ich meine, gibt Spielerinnen, die sind vielleicht, die haben nicht so viele Möglichkeiten oder sie sind mehr an ihren Managementgruppen dran oder so. Aber ich glaube, jeder spielt für sich eigentlich und man ist eigentlich unabhängig von jedem. Auch Peter Graf ist jetzt ein Glied im System. Die Erfolge seiner Tochter haben ihm Einfluss gegeben. Er muss lernen, sich in einem schwierigen Umfeld zu bewegen, muss oft den Kopf hinhalten und den Wimmern spielen. Aber das tut ein gewisser Ion Thierry auch. Die Schlägerhaltung, wenn die ein bisschen stimmt. Und je unsympathischer ein Manager erscheint, desto strahlender wirkt sein Schützling. Das ist das kleine Geheimnis. Aber vielleicht sollten wir in diesem Bereich amerikanischer denken. Dort nimmt man Erfolgsmenschen so, wie sie sind. Und vielleicht hat Robert Musil doch recht, dass man Tennis rein und ungetrübt nur lieben kann in der Betrachterrolle. Okay, ja. Das ist mal hervorragend. Ja. Jawohl. Ist gut. Ja. Meine besonderen Talente sind einfach, dass ich sehr selbstgerecht zu mir bin, dass ich eine sehr gute Vorhand habe. Ich glaube, das ist das Wichtigste von allen. Und normalerweise recht gut im Kopf bin. Man muss natürlich den Willen haben, was zu erreichen. Und Ehrgeiz ist sehr, sehr wichtig, weil ich meine, wenn man keine richtige Lust hat oder der Coach muss zu einem sagen, komm, spiel noch ein bisschen, das ist nicht gut. Man muss von sich aus wirklich wollen. Ich habe den Willen, Nummer 1 zu werden, das ist absolut mein Ziel. Und ich will da unheimlich viel dazu tun, um das zu erreichen. Bitte! Klasse ist das. Ja. Ja. Gut.